Ja, herzlichen Dank für die nette Einladung und für die nette Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Vor allen Dingen deswegen, weil der Hajo mir verraten hat, dass dieser kleine Hauskreis ja seine Ursprünge sogar in der Zeit von Remmer Jansen findet. Und das war mal ein ganz, ganz großes Vorbild für mich. Über ihn habe ich auch schon viele Male gepredigt und gesprochen. Und darum bin ich wirklich sehr froh. Selbst wenn ihr mich nur einmal hier haben wollt und anschließend nie wieder, bin ich zumindest mal hier gewesen, das freut mich wirklich. Ich habe vor einiger Zeit sogar mal die Kirche von dem Rehrmann mir mal genauer angesehen. Da hat auch der Herr die Dinge ganz interessant geführt. Ich wollte nur mal ein paar Fotos machen. Und dann begegneten mir da zwei nette Damen. Ich weiß nicht genau, was ihre Aufgaben da waren, aber die haben mich durch die Kirche geführt. Ich war nur am Nachmittag über den Friedhof gelaufen, ein paar Bilder gemacht. Und dann haben die mir alles gezeigt. Und ich durfte noch auf die Kanzel vom guten alten Rehrmann rauf. Das war für mich auch ein Erlebnis, weil er wirklich ein großes Vorbild für mich ist. Ja, wir haben eingangs viele Worte gelesen im Sinne von, dass wir die Last des anderen tragen wollen und dass wir für den anderen da sein sollen. Das ging alles eigentlich in die Richtung dessen, was der Herr sagte, dass wir unsere Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Und zum Glück sind damit nur die Gläubigen gemeint, nicht? Ja, glauben wir das wirklich? Nein, der Nächste ist der Nächste. Das spielt keine Rolle, ob der glaubt oder nicht, nicht? Und das ist unsere Aufgabe. Und wir leben in einer Zeit furchtbarer Angst. Die Menschen haben alle Angst. Und wisst ihr was Schlimmes? Wenn wir als Gläubige auch diese Angst haben. Wenn wir den anderen den Eindruck vermitteln, dass wir unter derselben Angst stehen. Und das möchte ich ein wenig zum Thema machen. Und ich möchte euch zu Beginn zwei, drei Verse vorlesen aus Gottes Wort, die mich bewegt haben und die in diese Richtung gehen. Zunächst aus den Sprüchen Salomos in Kapitel 28, da lautet der erste Vers: Die Gottlosen fliehen, obwohl kein Verfolger da ist. Die Gerechten aber sind getrost wie ein junger Löwe. Und dann habe ich noch einen Vers gefunden, der auch in diese Richtung geht, und den lese ich aus 3. Mose 36. Ich glaube, ich habe hier keine Uhr, ne? Ach, da hängt einer gut. Und ja. Daher rede ich zu lange. 3. Mose 36. Eigentlich 36, es gibt es gar nicht. 26, Vers 36. Da sagt Gott: Wenn Israel untreu sein würde, dann werden die Übriggebliebenen von euch, in ihr Herz werde ich Feigheit bringen, in den Ländern ihrer Feinde. Und das Rauschen eines verwehten Blattes wird sie jagen. Und sie werden fliehen, wie man vor dem Schwert flieht, und fallen, obwohl niemand sie jagt. Sie werden einer über den anderen hinstürzen, wie vor dem Schwert, obwohl niemand sie jagt. Und dann möchte ich einen letzten Vers lesen, bevor wir eine kleine Geschichte uns ansehen. Die werden wir im Laufe des Abends noch ein paar Verse raushören. Dann darf ich noch einen Vers, den Petrus zitiert. Den zitiert Petrus aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 8. Das zitiert Petrus in 1. Petrus 3. Da sagt er: Fürchtet aber nicht ihre Furcht, noch seid bestürzt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Fürchtet aber nicht ihre Furcht. Hätte man mir vor 5 Jahren erzählt, es werden so einige Dinge passieren, da kommt ein Virus, da kommt ein Krieg, da kommen noch viele andere Dinge, dann hätte ich nicht für möglich gehalten, dass viele Christen genau die gleiche Angst haben würden wie die Ungläubigen. Aber leider ist es genauso gekommen. Wo auch immer ich hinsehe, haben die Christen panische Angst. Ist das jetzt ein Verbrechen? Dass der Herr sagt, dich will ich nicht mehr, weil du Angst hast? Dann sieh doch mal die Jünger an, wie oft die geschrien haben, da kommen wir dann noch hin, nicht? Wie sie im Boot sind und Angst haben und schreien. Das dürfen wir. Wir dürfen auch Angst haben. In der Welt habt ihr Furcht, sagt der Jesus. Aber wir sollen diese Furcht nicht den Ungläubigen transportieren. Die sollen nicht sehen, dass wir uns auch mal unbehaglich fühlen, sondern sie sollen in uns spüren, dass wir den Herrn haben und dass wir auf ihn sehen. Was haben wir denn alles? Corona, gut, die letzten 2 Jahre hat uns das begleitet. Es kommen die Affenpocken, Krieg, Inflation. Große Angst haben die Menschen auch vor dem Klimawandel. Wisst ihr, was da unsere Aufgabe ist?
den Menschen zu sagen, was Gottes Wort dazu sagt. Das erfüllt sich ja alles stückweise, nicht? Klimawandel? Sagt uns die Offenbarung ganz klar, dass der kommt. Da brauchen wir nicht zu diskutieren. Können wir das irgendwie verhindern? Mit CO2 einsparen und irgendwie andere Autos fahren? Dann tun wir Vergebliches, weil Gottes Wort sagt ganz klar, Offenbarung 16, Vers 9, und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt. Und wisst ihr, was das Ergebnis ist? Und sie lästerten den Namen Gottes. Und genau das sehen wir heute, nicht? Wir sehen die Vorschattungen dieser Gerichte, die sich so anbahnen, nicht? Es ist noch nicht die Erfüllung, aber es bahnt sich an. Guck mal in die Zeitung, dass der Euphrat austrocknet. Der sechste Engel, der die Gerichte Gottes bringt, lässt den Euphrat austrocknen. Das ist jetzt schon der Fall, dass er schon trocken wird. Und eines Tages wird der Irak und der Iran, die werden trockenen Fußes durch den Euphrat laufen Richtung Israel. Das ist, was passieren wird. Und das können wir den Menschen zeigen. Guck mal, hier steht es geschrieben. Nicht? Das ist für uns eine Möglichkeit. Nicht? Die Menschen haben Angst vor einem Blackout, vor Gaspreisen, vor einem kalten Winter. Gestern las ich, in New York haben die den Katastrophenfall ausgerufen, weil die Polioviren im Abwasser gefunden haben. Das sind diese Viren, von denen man die Kinderlähmung bekommen kann. Nicht? Die Menschen haben Angst. Wisst ihr, was dabei interessant ist? Einer der häufigsten Sätze, die man mir entgegenhält, lautet, wenn ich Gottes Wort predige und wenn ich sage, dass ein Gericht kommen wird und dass wir das nicht aufhalten werden, es sei denn, wir kehren von unserer Sünde um und dass der Einzelne Rettung finden kann, aber dass Gott die Welt trotzdem richten wird, dann sagen die mir, willst du mir etwa Angst machen? Willst du mir Angst machen vor deinem Gott? Und dann frage ich mich, die haben vor allem Angst. Wir haben das gelesen. Vor einem rauschenden Blatt haben sie Angst. Corona war ja noch nicht annähernd so schlimm, wie uns das anfangs weiß gemacht wurde, nicht? Natürlich ist es eine schlimme Krankheit. Ich habe die auch durchlebt. Das ist nicht lustig. Das ist eine heftige Krankheit. Aber Gott ist doch derjenige, der die Heilung in der Hand hat. Und das sollten wir den Christen, das sollten wir als Christen den Ungläubigen auch zeigen, nicht? Ich vertraue auf den, das heißt auch in der Offenbarung 16 so wunderbar, als die Menschen wegen der Hitze lästern, heißt es dann, anstatt sich an den zu wenden, der Gewalt hat über diese Plagen. Der Herr hat die Gewalt über all diese Dinge. Und das müssen wir ausstrahlen, nicht? Dass wir Menschen zeigen, wir vertrauen auf den, der die Gerichte zwar bringt, aber der auch Gewalt darüber hat und der sie auch stoppen kann, nicht? Und der auch schützen kann. Sieht man schön bei den Plagen Ägyptens, nicht? Als Gott die 10 Plagen über den Pharao und über Ägypten bringt, die ersten 3 Plagen, die erleben die Israeliten mit. Das Blut im Nil, die Frösche und die Stechmücken. Und dann heißt es, Gott machte einen Unterschied zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Das heißt, wenn wir vertrauen, dann wird Gott uns auch nah sein und uns auch unsere Ängste nehmen. Und es ist komisch, nicht, dass die Menschen vor allem Angst haben, aber wenn du ihnen sagst, du wirst eines Tages vor Gott stehen, und das kannst du nicht, du kannst gar nicht vor Gott stehen, ohne durch Jesus Christus gerechtfertigt zu sein, dann sagen sie, willst du mir Angst machen? Das ist völlig absurd, nicht? Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, sagt der Hebräerbrief. Und das dürfen wir den Menschen auch durchaus sagen. Und wenn ich sehe, dass viele Christen sich so mitreißen lassen, so mit diesen Ängsten, nicht, mit dieser ganzen Strömung der Gesellschaft, wie sie mit in Panik verfallen, dann muss ich immer an den Herrn Jesus denken. Wisst ihr, als er seine Endzeitrede gehalten hat, in Matthäus 24, als er viele Dinge über die Zukunft sagt, wie das passieren würde alles, ja? Wisst ihr, wie er die Rede beginnt? Er beginnt sie mit den Worten, gebt Acht, dass euch niemand verführe. Das ist die oberste Warnung, die er über diese letzte Zeit geschrieben hat. Die gilt für uns, diese Endzeit. Gebt Acht, dass euch niemand verführe. Und ich glaube, viele Christen haben das vergessen. Nicht? Wir gucken alle nur auf die Gerichte, auf das, was passiert, auf die Angst der Ungläubigen und lassen uns mitreißen mit dieser Verführung. Nicht? Jesaja sagt, nennt nicht alles Verführung, Verschwörung, was sie Verschwörung nennen. Nicht? Und trotzdem tun wir das. Ne? Das wollen wir nicht tun. Es ist derselbe Vers, in dem es dann heißt, fürchtet nicht ihre Furcht. Das ist ganz wichtig, das heute Abend mitzunehmen, dass wir nicht die Furcht der Menschen fürchten sollen, die heute eine panische Angst haben vor dem, was kommt. Der Herr sagt,
vor Erwartung über die Dinge, die da kommen werden. Davor haben sie Angst. Und Petrus sagt in seinem ersten Brief, dass wir jederzeit bereit sein sollen zur Verantwortung. Das heißt, fragt uns jemand, wie siehst du denn das? Was ist denn jetzt mit den Polioviren in New York? Was ist denn jetzt mit dem Krieg in der Ukraine? Nun, wir haben da keine politischen Antworten drauf. Wir können nicht sagen, wir müssen jetzt Sanktionen erlassen, dann können wir Russland zurücktreiben, nicht? Unsere Aufgabe ist es zu sagen, das sind die Gerichte der Endzeit, die sich da ankündigen. Und ich habe keine Angst davor, weil ich darauf vertraue, Gottes Wort erfüllt sich. Und ich weiß, wenn ich auf ihn sehe, dann muss ich davor keine Angst haben. Was glaubt ihr, wie das bei den Menschen einschlägt? Das habe ich mehr als einmal erlebt. Und ein schönes Beispiel dafür, dass wir keine Angst haben sollen, und diese Verse möchte ich noch einmal kurz lesen, das finden wir auf dem See. Die kennen wir alle gut, die Geschichte. Darum lese ich nur das, was der Jesus sagt in diesem einen Vers. Die Jünger waren vorausgefahren und interessant ist auch, wir fühlen uns ja auch so schnell alleine, nicht? Herr, wo bist du jetzt, nicht? Kennt ihr das Gefühl auch? Warum redest du nicht mit mir? Wo bist du jetzt, nicht? Dass wir oft hadern, tue ich oft. Wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr mir was voraus. Ich frage mich oft, warum muss das jetzt so passieren und das so? Und so macht der Herr das ja auch. Er schickt die Jünger voraus, ja, und dann kommt ein Sturm. Also wenn ich da im Boot gewesen wäre, ich hätte mich gefragt, ja, wieso der Herr hat uns vorausgeschickt, warum kommt hier jetzt ein Sturm? Der Sturm kommt nicht von Gott. Der Sturm kommt vom Satan. Der Satan will uns aufhalten. Das ist das Problem. Und dann müssen wir auf Gott vertrauen. Selbst wenn wir das Gefühl haben, dass der Herr nicht mit im Boot ist. Jetzt kommt dieser Wind auf und es wird richtig gefährlich und es wird viel Wind und sie haben Mühe beim Rudern. Und plötzlich läuft der Herr da auf dem See, nicht? Eine der Begebenheiten, die heute am meisten angezweifelt werden, teilweise sogar in Pastorenkreisen. Nicht? Nein, nein, was hier geschichtlich geschrieben steht, das ist auch die Wahrheit. Nicht? Und dann sagt der Jesus diese wunderschönen Worte, als die Jünger schreien vor Furcht, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. In diesen drei Sätzen, in diesen drei Worten steckt so viel für uns drin, was wir mitnehmen können in den Alltag. Das Wort für guten Mut, das lautet Taseo, kommt dreimal im Neuen Testament, siebenmal im Neuen Testament vor. Und es bedeutet, dass wir nach vorne schauen. Nicht, dass wir gute Laune haben, sondern das heißt, dass wir keine Angst mehr haben. Er will uns mit diesem Wort die Angst nehmen, seid guten Mutes. Das heißt, eine Freude im Herzen zu haben, weil wir nicht auf die Umstände gucken müssen. Wisst ihr, wo das Wort aussteht? Als Substantiv allerdings. Tarseo heißt das Wort im Griechischen, als Substantiv Tarsos. Als Paulus kurz vor seinem Märtyrertod nach Rom kommt und dann kommen ihm die Brüder entgegen, da steht da und Paulus fasste Mut. Er fasste Mut, als er die Brüder sah. Nicht so wie Jojo, die ihr seht, nicht? Die meisten noch nie gesehen. Dann freut man sich, Christen zu finden, die das gleiche Ziel haben. Und das ist dieses guten Mut haben. Da freut der Paulus sich, als er sieht, wie die Brüder aus Rom kommen, die er noch nie vorher gesehen hatte. Aber er freute sich, dass sie ihm entgegenkamen, um ihn in Empfang zu nehmen. Nicht? Wir haben ja also unsere menschlichen Macken und Schwächen und ich wahrscheinlich die allermeisten. Nicht? Und auch bei uns in der Gemeinde, da gibt es viele Leute, da denkt man sich, Mensch, warum macht er dies so und das so? Aber ich sage euch was. Wenn man in Schwierigkeiten ist, dann sieht man plötzlich nur noch Geschwister. Da sieht man plötzlich nur noch solche, für die der Herr gestorben ist. So geht mir das ganz oft. Ich war mal beruflich ganz unten, als Drucker. Da hat der Herr mich durch die ganz harte Zeit der Prüfung laufen lassen. Und wenn ich dann in die Gemeinde kam, da saßen da plötzlich ganz andere Menschen als sonst. Vorher dachte ich, oh, den mochte ich nicht so und der war immer so komisch. Und hier, der hat letztens was Komisches gesagt und plötzlich sah ich nur noch Brüder. Das ist komisch, nicht? Und das ist damit gemeint, guten Mutes zu sein. Sich nicht von den Alltagsumständen ablenken zu lassen, nicht? Ein Bruder, den ich sehr schätze aus Berlin, wo ich mehrfach schon gepredigt habe, der sagte mir in der letzten Woche, ich habe keine Angst vor dem nächsten Winter, ich habe Gott Vertrauen und eine Kettensäge. Das heißt, er hat halt ein Brennholz und er hat einen Ofen und das reicht mir, sage ich. Mehr muss ich nicht haben, nicht? Man braucht noch nicht mal eine Kettensäge, nicht? Man braucht einfach nur Gott Vertrauen. Das reicht aus. Und das ist das, was den Menschen fehlt. Die Menschen haben kein Gottvertrauen mehr. So ein bisschen Angst macht mir das auch, bin ich ganz ehrlich. Und wisst ihr warum? Ich habe das Gefühl, dass Gott immer mehr schweigt. Und die zum Schweigen bringt, die sein Evangelium gepredigt haben. Wenn man sich das mal anguckt im Alten Testament, wie große Prediger ausgeschickt wurden, zum Beispiel der Jona nach Ninive, nicht? Dann ist eine riesige Stadt und Gott hatte beschlossen, die zu vernichten. Aber er schickt Jona trotzdem rein.
Und es gibt auch Phasen im Alten Testament, im Buch Samuel, da heißt es dann zum Beispiel, Gott redete nicht mehr mit den Menschen. Gott redete immer weniger. Bis keine Hilfe mehr war, heißt es einmal. Und ich habe das Gefühl, da steuern wir auch darauf hin, dass Gott immer mehr Prediger zum Schweigen bringt, weil die Menschen nicht mehr hören wollen. Du giltst ja schon heute als Verrückter, wenn du sagst, dass du das Wort Gottes für Wahrheit hältst, nicht? Aber wir wollen daran festhalten. Das Zweite, was der Jesus sagt, nachdem er sagt, sei guten Mutes, ist, ich bin's. Das ist vielleicht der schönste Satz in dieser Aussage. Ich bin's. In diesem Wort steckt so unglaublich viel drin. Es ist im Griechischen, glaube ich, nur ein Wort. Ich bin's. Es ist kein anderer Jesus, der heute zusammen definiert wird. Es ist auch nicht der Jesus des Islam. Da ist Jesus hochgeschätzt, nicht? Die warten sogar auf Jesus. Aber Mohammed steht über Jesus. Das ist nicht unser Jesus. Den haben die sich selber gebastelt. Auch die Zeugen Jehovas haben nicht unseren Jesus. Die sagen, er sei nicht Gott. Dann ist es nicht unser. Ich bin's heißt, ich bin der, als der ich mich auch wirklich ausgebe. In Johannes 8 hat der Herr mal einen heftigen Disput mit den Pharisäern. Und dann sagt er, dass er Abraham gesehen hätte. Und dann sagen die, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Und dann antwortet er, ehe Abraham wurde, bin ich. Da muss man eine gute Übersetzung haben. Ehe Abraham wurde, Vergangenheit, er entstand, er wurde geboren, bin ich. Damit identifiziert er sich als Gott. Ich bin, der ich bin. Das, was er schon zu Mose gesagt hat in dem Dornbusch. Ich bin, der ich bin. Das ist das, was er hier sagt. Ich bin es. Eigentlich, ich bin. Und das ist ein so unglaublich wichtiger Gedanke, dass der Herr der ist, der er ist. Wir haben eine sehr geschätzte Schwester, die Ines. Das ist eine ehemalige Atheistin. Die war 20 Jahre lang glühende Atheistin. Einige von euch kennen vielleicht sogar den Staatssekretär der CDU, der lange war, Ulf Thiele. Der ist ja hier in Ostfriesland eigentlich eine Hausnummer, nicht? Das ist seine Ex-Frau. Die hat sich bekehrt, bekennt heute den Jesus Christus. Und die sagte mal, es gibt keinen Vanillesoßen-Jesus. Und das ist ein schöner Satz, nicht? Das ist das, was heute gepredigt wird. So ein Vanillesoßen-Jesus, ja so als Zuckerguss oben drüber kommt. Den gibt's nicht. Der Herr hat immer so harte und deutliche Worte gesagt. Der Herr ist nicht wie eine Zuckergussverzierung oder ein leckerer Nachtisch. Der Herr sagt die Wahrheit. Und das hat damals schon den religiösen Führern sauer aufgestoßen, nicht? Und auch den Menschen in Ostfriesland, hier als Remmer Jansen von der Kanzel gedonnert hat wie ein Löwe, nicht? Er hat die Wahrheiten ausgesprochen und die tun manchmal weh. Ja, mir auch. Wenn man mir sagt, das ist nicht in Ordnung bei dir, nicht? Der Herr Jesus sagt immer die Wahrheit. Ich bin, der ich bin, bedeutet auch, dass er die absolute Wahrheit ist. Ich habe auf meinen Hemden, wenn ich auf großen Messen war, vielleicht wissen einige von euch, ich bin Angelsportjournalist, ich bin oft auf Messen unterwegs gewesen mit Tausenden von Leuten. Da habe ich dann immer begonnen, ein Hemd anzuziehen, auf dem steht drauf, Jesus ist größer. Damit das alle sehen. Dann sah man immer, wie die Menschen tuscheln, die da bei mir anstanden. Ne? Guck mal da, was steht denn da? Nicht? Ich habe damit zwei Ziele verfolgt. Erstens, viele Menschen haben mich regelrecht angehimmelt, weil ich so ein bekannter Angler bin. Ich mache gute Angelfilme und das fanden die so toll. Nein, das kann nicht sein. Ich kann als Christ nicht mich irgendwie auf so ein Podest stellen. Das geht nicht, da muss ich die runterholen. Es gab sogar Leute, die haben mich als den Angelgott bezeichnet und da hat mir dann der Geduldsfaden geplatzt. Und dann habe ich gesagt, ich muss doch deutlich machen, Jesus ist größer. Jesus ist ganz oben. Und das Zweite ist, dass zu der Zeit viel auch über den Islam in unserem Land diskutiert wurde und den Ausruf kennt ja alle, Allahu Akbar. Nicht? Allahu Akbar heißt, Allah ist groß. Meine Antwort, Jesus ist größer. Ganz einfach. Den Herrn an der ersten Stelle zu stellen, heißt, ich bin, der ich bin, das hat für mich Bedeutung. Und wenn er mir in meiner Angst entgegenkommt und sagt, hey, ich bin's doch, dann weiß ich nicht, warum ich noch Angst haben soll. Und das ist dann das Dritte, was der Herr sagt. Fürchtet euch nicht. Fürchtet nicht ihre Furcht. Fürchtet euch gar nicht.
das Wort Furcht, was hier steht, Phobos, das wird ja heute missbraucht. Ne? Heute wird uns ja schnell unterstellt, wir hätten eine Phobie. Ja. Kennt ihr, ne? Islamophobie, ja. Homophobie. Ja. Das hat überhaupt nichts mit Phobie zu tun. Damit zeigt man nur mit dem Finger auf jemanden. Man will nur jemanden schlecht machen. Nicht? Das hat damit gar nichts zu tun. Phobos ist eine richtige Angst, aber es wird auch einige Male in Verbindung mit dem Herrn benutzt. Zum Beispiel in Philipper 1 oder in Römer 3. Da heißt es, dass man eine Furcht vor Gott haben soll. Phobos steht da. So groß geht die Ehrfurcht auch für uns Gläubige. Nicht, dass wir Panik haben müssen, so ist das nicht gemeint. Aber eine tiefe Ehrfurcht vor dem. Wisst ihr, was man mir auch häufig sagt? Wenn ich an den Teufel glaubt, der braucht auch keinen Gott. Den höre ich ganz oft, den Satz. Oder wer den Teufel nicht fürchtet, oder wer die Hölle nicht fürchtet, der braucht keinen Gott. Wisst ihr, was ich dann antworte? Ich fürchte die Hölle auch nicht, davor bin ich gerettet. Ich fürchte den Teufel auch nicht, der hat keine Macht mehr über mich. Aber ich fürchte Gott. Gott zu fürchten ist das, was der Jesus sogar sagt. Er sagt, fürchtet den, der in die Hölle werfen kann. Und das ist nicht der Teufel, der landet selber da, nicht? Die ist für ihn bestimmt, die Hölle. Der Herr sagt, fürchtet den, der in die Hölle werfen kann. Das heißt, wir sollen Gott fürchten. Sag das den Menschen, wenn sie sagen, ich habe keine Angst vor deinem Teufel oder deiner Hölle. Ich habe Angst vor Corona, ich habe Angst vor Affenpocken, ich habe Angst vor Herrn Lauterbach, vor Inflation, vor Klimawandel, vor Blackout, vor Gaspreisen, vor Polioviren. Aber vor Gott habe ich keine Angst. Und vor der Hölle schon gar nicht. Doch Gott solltest du fürchten, muss unsere Antwort sein. Du kannst nicht sündig vor Gott stehen. Phobos. Die Menschen wissen ja heute gar nicht mehr, wovor sie gerettet werden müssen. Wenn man ihnen sagt, du brauchst Rettung durch Jesus Christus, dann sagen die Menschen, na wieso, ich bin doch ein ganz guter Mensch, oder? Das kennt ihr auch, ne? Ich bin doch ein guter Mensch, bei mir stimmt doch alles. Mein Nachbar ist viel schlimmer. Ja. Na, mein Nachbar ist viel schlimmer. Erstens beurteilt Gott das. Und zweitens reicht mir das ja vor Gott nicht, nicht? Nicht mal vor einem irdischen Gericht reicht mir das. Wenn ich vor einem irdischen Gericht stehen würde, mit der Anklage, dass ich meine Frau geschlagen habe, und ich sage, ja, mein Nachbar, der nimmt aber sogar seinen Gürtel dafür, um seine Frau zu verprügeln. Ja, das nützt mir ja vor dem Richter nichts. Ich bin ja für meine Sünde angeklagt, für meine Schuld. Das müssen die Menschen auch verstehen. Selbst wenn dein Nachbar schlimmer ist als du, was gar nicht der Fall ist oftmals, nicht? Aber selbst wenn das so wäre, du musst für deine Sünde vor dem Herrn gerade stehen. Das ist auch was die Menschen verstehen müssen. Die verstehen gar nicht, wovor sie denn gerettet werden müssen, nicht? Kann man ihnen auch immer schön erklären, dass es keine Religion gibt, die das anbietet. Dann sagen ja auch die Nächsten dann, ja, woher soll ich denn wissen, dass dein Jesus der Richtige ist? Ich kann doch auch zum Islam gehen. Oder ich kann Buddhist werden. Oder was weiß ich, was es für viele Religionen gibt. Dann sagt den Menschen, alle Religionen der Welt sind nur das Bemühen des Menschen, Gott zu finden. Und keiner hat es jemals geschafft. Aber der Jesus Christus ist derjenige, der auf der Suche nach dem Menschen ist. Und der bereit war, alles zu zahlen, um den zu gewinnen. Das gibt es in keiner Religion, diese Lehre, dass Gott sagt, ihr seid verloren. Ihr könnt gar nicht vor mich treten. Ihr seid vollkommen verloren. Darum bezahle ich. Ihr müsst es nur annehmen. Das ist unglaublich, nicht? Und so kann man den Menschen deutlich machen, dass eine Furcht durchaus angebracht ist vor einem Gott, der heilig ist und vor dem man nicht treten kann, ohne dass seine Sünden vergeben sind. Kommen einige Leute und sagen, ja, aber darf denn für einen Christen die Angst ein Mittel sein, um die Menschen zur Umkehr zu bewegen? Klares Ja. Da kam ein junger Mann zu John MacArthur und sagte, Pastor MacArthur, ich zweifle daran, dass ich bekehrt bin. Ich glaube, ich bin gar kein Christ. Ich habe solche Zweifel. Sagt der Pastor, denn warum? Er sagte, ich glaube, ich habe mich nur bekehrt, weil ich Angst vor der Hölle habe. Da hat John MacArthur geantwortet, das reicht. Ja, das reicht wirklich. Wenn du dich bekehrst aus Angst vor der Hölle, das ist ja das, wovor der Herr Jesus warnt, nicht? Was da passiert? Da ist das Weinen und das Zähneknirschen. Und dann weist er darauf hin, darum tut Buße. Es ist also durchaus nicht falsch. Nicht? Und wir dürfen den Menschen ein Zeichen sein. Als Jona aus dem Fischbauch da
dann nach Ninive kommt, der hatte sich ja erst geweigert, nicht? Ihm gefiel der Auftrag Gottes nicht. Tut er dann doch das, was Gott verlangt hat, und geht nach Ninive rein und fängt an zu predigen. Und dann plötzlich passiert was, da hat Jona im Leben nicht mehr gerechnet. Dieses gottlose Volk, das kehrt plötzlich um. Interessant übrigens, dass das Wort für umkehren, wie im Deutschen auch, beides bedeuten kann. Sowohl die Stadt von oben nach unten kehren, so hatte Gott es vorgehabt, das war die Predigt, die Jona den Niniviten bringen sollte, noch 40 Tage, dann ist Ninive umgekehrt, also auf den Kopf gestellt, ja, verwüstet, aber das gleiche Wort kann auch bedeuten, dass sie umkehren. Das ist ja dasselbe, nicht? Eine Umkehr bedeutet Kehrtwende und zurück in die andere Richtung. Und genau das passiert dann, nicht? Aber warum eigentlich? Warum, habt ihr euch das mal überlegt, ist da einfach ein Wunder passiert? Da kommt irgend so ein Vogel an und fängt an zu predigen und die ganze Stadt bekehrt sich. Der König kleidet sich in Sacktuch. Warum? Wenn man mal ein bisschen überlegt, wie so ein Mensch aussieht, der aus dem Bauch eines großen Fisches kommt, dann weiß man, ich bin ja Angler, nicht? Wenn ich ab und zu mal so einen großen Hecht fange, dann kommt das vor, dass dann auch so eine Schwanzflosse von einem anderen Fisch aus dem Schlund ragt. Das passiert schon mal. Und wenn man den dann so rauszieht, wir haben so lange Zangen, mit denen wir die Haken lösen, dann zieht so mal den Fisch da hinten raus, dann sind die auch schon so ganz verdaut. Die Säure, die Magensäure der Fische, die ist ziemlich krass. Die ist ziemlich hart. Bei Meeresfischen etwas langsamer. Beim Hai zum Beispiel dauert es mehrere Tage, bis das passiert. Aber Jona war 3 Tage lang im Bauch des Fisches. Was glaubt ihr, wie der aussah, als er da rauskam? Da gibt es verwirkte Beispiele für bei Fischern, wo sowas passiert ist. Der muss vollkommen verschrumpelt, vielleicht auch schneeweiß ausgesehen haben. Völlig verätzte Haut. Und nun kommt dieser verschrumpelte und schneeweiße Mensch, vielleicht auch die Haare ganz hell geworden, und predigt dort, dass er aus einem Fisch kam und dass die Stadt umgekehrt werden sollte. Und was noch interessant ist, was man auch wissen muss, die Niniviten, die hatten einen Götzen, der hieß Dagon. Dagon war ein Fischgott. Das heißt Fisch, Dag auf Hebräisch heißt Fisch. Dagon war also halb Fisch und halb Mann. Gibt es interessante Geschichten übrigens im Buch Samuel und auch in verschiedenen anderen Stellen, auch im Buch der Richter, über Dagon. Da gibt es eine wunderbare Stelle, nicht, wo die Bundeslade gestohlen wurde von den Philistern. Und dann liegt am Morgen dann Dagon auf seinem Angesicht vor der Bundeslade. Und dann steht da dieser Vers, da kann man sich wirklich über amüsieren, über diesen wunderbaren Vers. Und sie stellten Dagon wieder an seinen Platz. Da sieht man, was so ein Götze kann, nicht? Was ist denn für uns heute Götze? Auch die vielen Maßnahmen, die erlassen werden. Ich verstehe das alles, alles schön und gut. Man kann das alles machen. Aber wenn man irgendwann merkt, das hilft ja gar nicht, dann sollten wir Christen vorsichtig sein, das als Heilmittel zu propagieren, sondern lieber vorrangig auf unseren Herrn hinzuweisen. Ich muss ja auch eine Maske tragen, wo das vorgeschrieben ist. Ich war in den letzten Tagen öfter mal beim Arzt mit einer Mittelohrentzündung. Da muss man ja auch eine Maske aufsetzen, in der Apotheke muss man die aufsetzen. Ich habe dann mittlerweile draufstehen auf der Maske, Jesus rettet diese Maske nicht. Dann wissen die Leute Bescheid, nicht? Dann habe ich klar gezeigt, klar setze ich die auf, wenn das Vorschrift ist, natürlich. Aber ich möchte auch sagen, wer rettet? Diese Maske ist es nicht, aber der Herr tut es nicht. So, jetzt kommt dieser weiße Jona da an, nicht? Und die Niniviten, die hatten diesen Fischgott. Jetzt kommt er mit dieser Fischgeschichte und ist schneeweiß. Die haben Angst gehabt. Die Niniviten, die müssen panische Angst gehabt haben, als der Jona da so auftauchte. Und das hat sie dazu geführt zu sagen, das, was der da predigt, das muss die Wahrheit sein. Und darum sind sie umgekehrt. So kann man, wenn man sich die Bibel ganz genau ansieht und Schlüsse zieht, kann man verstehen, warum denn etwas passiert. Natürlich muss Gott das auch so führen, nicht? Dass sie zur Buße kommen. Aber der Grund dafür war, dass Jona ihnen quasi Angst einjagte. Und darum dürfen auch wir gerne immer wieder auf die Gerichte hinweisen. Wichtig ist aber, wie Petrus sagt, sei jederzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem, dass wir auch zeigen, wo die Hoffnung ist. Denn wir sollen Rechenschaft ablegen über die Hoffnung, die in uns ist. Die Menschen ja nicht haben. Da ist doch kein Ende in Sicht. Was soll denn noch alles kommen? Wenn er plötzlich einem groß wird, kennt ihr das? Plötzlich wird einem dieser Vers wichtig. 5. Mose 8 ist das. Da steht,
über Israel und Gott demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter auch nicht kannten. Und dann kommt der Satz, den der Herr Jesus gegenüber dem Satan zitiert, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt. Das ist interessant, nicht? Dass Gott die Menschen hungern ließ, um ihnen das Mann zu geben. Warum? Heute Nachmittag bei uns in der Gemeinde sagte ein Prediger einen ganz ähnlichen Satz. Er sagte, wenn wir nicht spüren, was die Wüste ist, dann werden uns die Segnungen Gottes auch nicht so deutlich. Und wenn wir merken, in was für einer Wüste wir uns hier befinden, und ich glaube, wir werden das noch kräftig merken in den nächsten Monaten, nicht? Wir haben jetzt fast 80 Jahre des Wohlstands hinter uns, nach dem Krieg ging es ja steil bergauf damals, ein Segen Gottes, auch dank gottesfürchtiger Männer, nicht? Auch in der Regierung. Nicht? Konrad Adenauer hat noch gesagt, die 10 Gebote sind deshalb so eindeutig, weil sie nicht in einer Konferenz beschlossen wurden. Nicht? Das waren auch Männer, die haben noch jedenfalls zum Teil nach Gott gefragt. Und die CDU hat ja das C auch nicht ganz ohne Grund im Namen. Heute sicherlich nicht mehr so recht, aber so ist das ja entstanden damals. Nicht? Und das sind die Dinge, die uns klar sein müssen, dass das jetzt zu Ende geht. Und dass wir wieder mehr Wüstenerfahrung machen werden. Es gibt diesen einen Vers im Brief an Timotheus, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Frömmigkeit, in aller Gottseligkeit, in allem würdigen Ernst. Warum ein ruhiges und stilles Leben? Das legen viele Christen so aus, so ein gemütliches Christenleben, nicht? Aber wenn man wieder in den Urtext guckt, da steht das Wort Eremos für still. Das bedeutet Wüste. Ein Wüstenleben. Und je mehr wir das Wüstenleben um uns herum haben, umso mehr wissen wir auch zu schätzen, was der Herr uns gibt. Nicht? Natürlich hatten wir auch in den Jahren des Wohlstands ein Wüstenleben. Nicht? Wir sind alle von Krankheit, von Tod und von Arbeitslosigkeit und allen Dingen betroffen, die auf dieser verfluchten Welt sind, über die Gott den Fluch aussprechen musste. Nicht? Aber wir können die Dinge nutzen, die ich schon erwähnt habe, dass wir den Menschen sagen, ihr könnt gerne alle Corona-Maßnahmen befolgen, ihr könnt gerne euch für die Kriegsberuhigung einsetzen mit Maßnahmen, mit allem, was da ist. Aber Hoffnung gibt das nicht. Denn letztendlich wird es definitiv immer schlimmer werden. Christen lassen sich mitreißen, sagte ich anfangs nicht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In unserer Gemeinde, da haben wir einen Arzt, der ist auch mein Hausarzt. Der hat in der schlimmsten Corona-Zeit erkrankte Witwen besucht. Dafür haben ihn Christen angegriffen aus unserer Gemeinde. Das darfst du nicht. Nun, Punkt 1, er ist Arzt. Er darf das sehr wohl als Arzt. Nicht? Der macht auch tatsächlich Hausbesuche. Und er trifft auch die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Dann darf er das. Punkt 2 ist, was sagt der Herr nochmal? Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ja, tun wir das denn auch? Ist der Staat wirklich da derjenige, der das letzte Wort hat? Man kann ja gerne dann Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Eine Maske aufsetzen, Abstand halten, ist ja alles gut. Haben wir doch früher auch gemacht. Wir tun ja so, als würden wir uns das neu beibringen müssen, nicht? Aber wenn ich früher eine Grippe hatte und ich habe Besuch erwartet, dann habe ich auch gesagt, prima, dass ihr da seid und bin in den Umarm gefallen. Dann habe ich gesagt, du, bleib lieber weg, ich bin ein bisschen krank, machen wir nächste Woche, oder? Ja, das stimmt. Und jetzt tut man so, als würden wir das alles neu lernen müssen, nicht? Aber der Herr sagt, ich war krank und ihr habt mich besucht. Es hat in Pestzeiten Menschen gegeben, die haben die Pestkranken besucht, sind selber auch erkrankt und gestorben, aber sie haben das getan, was der Herr gesagt hat. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir auf den Herrn geworfen sind. Ihr habt mich besucht, nicht? Ich habe gehört, dass hier auch in der Kirche vom Remmer jetzt da dieser eine Pastor sagte, der Hajo auch sich teilweise über das Singverbot hinweggesetzt hat. Was mich sehr gefreut hat, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, wenn wir das Lob Gottes singen, dass wir uns dann irgendwie schaden, oder? Glaubt ihr das wirklich? Nee. Wenn wir Gott Lob geben, dass wir uns dann schaden können? Hat Gott das nicht in der Hand, dass uns nichts passiert, wenn wir singen? Das können nur Ungläubige ausbrüten, sowas, nicht? Wie gesagt, ich möchte da nicht zu sehr polarisieren, ich möchte nur darauf hinweisen, wo unsere Hoffnung sein sollte, nicht? Und die ist ganz bestimmt nicht da, wo die Menschen ihre Götzen haben, die nicht hören, nicht essen, nicht riechen können. Sie können nichts. Die Propheten machen sich regelrecht darüber lustig. Und genau in der Zeit dieses Götzendienstes sind wir längst wieder gelandet. Wir warten also auf das Gericht Gottes. Was machen wir jetzt? Fangen wir an zu zittern? Paulus sagt uns im Epheser und im Kolosserbrief zweimal, kauft die Zeit aus,
Wir sollen gar nicht drauf gucken auf sowas. Wir sollen die Zeit nutzen, um unsere Aufgabe zu erfüllen. Was ist unsere Aufgabe? Den Menschen zu erzählen, dass sie sich bekehren müssen. So einfach ist das nicht. Das ist unsere Aufgabe. Ihr müsst umkehren. Jesus kann retten. Und er will auch dich retten. Er will nicht, dass der Ungläubige umkommt, nicht? Er will dich retten. Kauft die Zeit aus. Das Gericht Gottes weisen wir die Menschen darauf hin. Es wird definitiv kommen. Es kündigt sich an mit all den Dingen, die wir so gehäuft erleben, wie vorher schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber ganz wichtig, wir haben die Möglichkeit, auf diese wunderbare Hoffnung, auf unseren gemeinsamen Herrn Jesus Christus hinzuweisen und den Menschen zu sagen, es gibt eine Möglichkeit. Heute las ich einen schönen Satz, da war so ein 9-Euro-Ticket abgebildet und da lautete der Satz, das Ticket in den Himmel, das ist längst bezahlt, das musst du nur noch abholen. Und die Menschen lassen das Ticket liegen. Und wenn der letzte Herzschlag vorbei ist und der Mensch stirbt, dann verfällt dieses Ticket. Dann ist das Ticket nutzlos. Das gilt nur, wenn du hier zu Lebzeiten Buße tust. Wenn du zu Lebzeiten umkehrst, wie die Nineviten es taten. Wenn du zu Lebzeiten bereit bist, eine Kehrtwendung um 180 Grad zu machen. Wenn du zu Lebzeiten bereit bist, zu sagen, dieser Jesus Christus, das soll auch mein Herr und auch mein Gott sein. Und auch wenn Gott vielleicht immer mehr schweigt, wir haben im privaten, im einzelnen Leben alle die Aufgabe, den Menschen das in besonderer Weise nochmal zu sagen. Es gibt eine Hoffnung. Egal was noch kommt, egal was Putin anstellt, egal was die nächsten Corona-Mutationen bringen, egal was in diesem Land noch kommt. Erstens, ich habe keine Angst, weil ich nicht eure Furcht fürchten möchte. Und zweitens, Jesus hat alles bezahlt, du musst es nur glauben. Und dann hast du eine Hoffnung, die nicht mehr zu schlagen ist. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Menschen diese Hoffnung ergriffen haben und sagten mir, es ist unglaublich, was passiert, dass Gott ein Leben so verändern kann. Und dann merken wir auch tatsächlich, sein Wort ist Wahrheit. Ich sagte ja, dass Gott immer mehr schweigt. Ich sehe das auch bei meiner Predigt, die ich im Internet veröffentliche. Da waren phasenweise in der Corona-Zeit jeden Sonntag 30.000 bis 50.000 Menschen, die sich das angesehen haben. Jetzt sind das vielleicht noch 3.000, 4.000, 5.000. Mehr nicht. Es wird immer weniger. Aber interessant ist, dass immer mehr Menschen mit ernsten Fragen kommen und nach Bibeln fragen. Das heißt, Gott scheint wirklich die letzten Reste zusammensammeln zu wollen, bevor er wiederkommt. Und darauf freue ich mich. Amen. Ja, danke, dass Sie uns so Mut gemacht haben.